Ja, nicht nur Kollegen treffen hier. Ja! Für diejenigen, die das jetzt nicht haben sehen können, hier im Artgerecht ist ja eine Live-Sendung. Klar, nicht nur, dass sich Kollegen treffen. Nein, hier sind lauter, ich muss mal sagen, lauter Damen und Herren im doch, so möchte man annehmen, reiferen Alter. Und wir haben hier eine tierische Party gefeiert. Also ich war der reinste Kindergarten. Ich begrüße den Kinderliedermacher Michael Günther. Micha, schön, dass du da bist. Na, Tag auch. Aber du hast auch schon gelacht. Ne? Jawohl. Immer wieder. Nun hast du mir eins verraten, deswegen ist es ja auch bei Rockradio und wahrscheinlich auch deswegen so hoch platziert. Es ist der einzige Titel auf der CD, Michas Keksfabrik, deiner neuen CD, der mit E-Gitarre eingespielt ist. Ja, das ist Tatsache, der einzige mit E-Gitarre. Das ist, wir haben viele Instrumente dabei, also völlig durcheinander. Und ja, also ich sag mal so, der Produzent, der hat sich sehr gewünscht, dass da viel Popmusik reinkommt. Und ich habe dann immer gesagt, ja, machen wir. Aber wir hatten ein Band immer noch im Vertrag. Das heißt, also der hat erst das gehört, als es fertig war. Und dann hat er sich beschwert und hat gesagt, es ist ja wieder so viel Akustikgitarre drin. Er hat gesagt, ja, ist aber auch einer mit E-Gitarre drin. Und das ist ausgerechnet das Hühnerei. Das ist ja ganz, ganz toll. Die CD, es ist ja eigentlich, ich sag's mal so, eine Zusammenfassung von ganz, ganz vielen Jahren Arbeit als Kinderliedermacher. Ja, von 8 verschiedenen Kinderprogrammen, die ich gleichzeitig spiele. Ja. Also nicht gleichzeitig, aber je nachdem, wie es gebucht wird. Also genau. Du bist wandlungsfähig, sagen wir es mal so. Du kannst immer kurz andeuten, welche Rollen du so schlüpfst, damit wir auch ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass jedes Kinderfest eigentlich noch besser ist, als es sowieso schon ist, wenn du dabei bist. Naja, meine Lieblingsrolle ist eigentlich Captain Mü, muss ich sagen, das fürs Piratenfest. Aber ich bin auch gern der Geist. Bin ich dann ein Ritter, der vor 500 Jahren dummerweise vergessen hat zu sterben. Sowas kann passieren. Naja. Und dann gibt es ein richtiges Ritterfest. Und dann gibt es ein Weihnachtsfest, da bin ich der Weihnachtsmannhelfer Mümü. Und naja, also. Doppelmü. Freunde dürfen mich Mümü nennen. Ja. Fremde Mü. Ja, oder die ich oder mag. Oder so. Herr Mü auch, ne? Oder Herr Mü, ja. Oder Ritter Mü oder Captain Mü. Nee, das ist schon okay. Nee, aber ich bin also tatsächlich, naja, ich sag mal so, ich komme da nicht mehr raus aus der Nummer. Du kommst da nicht mehr raus aus der Nummer. Viel unterwegs bist du auch, meistens in Kindergärten, ne? Na, nicht nur in Kindergärten. Ich bin viel in Kindergärten unterwegs, aber auch in Grundschulen, aber eben auch auf Stadtfesten, Gemeindefesten. Weiß ich nicht, Theater, Kneipen, Cafés, also auf Bikerfesten. Auf Bikerfesten. Also man das haben wir ja gemerkt, dass das funktioniert, gerade eben hier im Artgericht, wenn man das hätte sehen können, was hier abgegangen ist. Genau. Ne? Kann ich das auf dem Bikerfest auch wunderbar vorstellen. Ich habe aufgehört, mich irgendwie ernst zu nehmen. Obwohl das eigentlich eine ernsthafte Tätigkeit ist. Ne? So als ja, selbstverständlich, ja, na klar. Also, aber wenn du aufhörst, dich ernst zu nehmen, dann kannst du... Naja, viel ernster sein vielleicht, ich weiß nicht. Ja, da bist du ja auch manchmal. Du machst ja auch Titel, also Lieder für Erwachsene. Das mache ich auch, ja, na klar, aber du musst mal überlegen. Also ich habe im letzten Jahr, ich glaube 165 Veranstaltungen gehabt und davon waren 15 für Große. Ja. Also wenn ich eingeladen werde, dann mache ich das gerne, aber ich habe keine Zeit mehr, mich darum zu kümmern, das irgendwie zu promoten. Rockband und so weiter, alles ja. Aber naja, ich mache jetzt die Kindergeschichten und... Eins von den Erwachsenenkonzerten in letzter Zeit war dann so, da habe ich dann eine Stunde vorher, war so eine Rock'n'Roll-Biker-Kneipe. Das ist ja cool. Da habe ich dann eine Stunde vorher habe ich mich entschieden, habe gesagt, ich habe keine Lust auf meine sentimentalen Erwachsenenlieder. Heute gibt es Piratenfest. Und dann habe ich das Piratenprogramm gespielt. Mhm. Und hinterher kamen Leute und haben gesagt, machen Sie das doch für Kinder. Wir haben so Kinderberatung und so. Ja. Ich dachte, ja, wenn sie mich überreden, mach ich das auch für Kinder. Womit überredet man dich dann? Naja, es muss irgendwie in den Zeitrahmen passen und außerdem in den anderen. Ich habe hier 22 Finger gesehen, die so sich aneinander reiben. Es geht um die Zeit. Genau, die Zeit. Die Zeit ist Geld. Genau. Ja, aber trotzdem kann man dich demnächst sehen für Erwachsene. Tatsächlich, ja. Ja. Ich zeig dir das mal, da steht's auf dem Zettel. Ja, genau. Ich bin dies Jahr, genau, Schloss Goseck bin ich und in Herrenbreitung, in Leipzig,
in der alten Schlosserei und noch ein paar andere Sachen. Das sind die Küchenkonzerte. Da kann man dann mal gucken, wenn ich jetzt mal Werbung machen darf. www.liedertour.de. Da steht das drauf. Das sind die Küchenkonzerte. Da habe ich diesmal, darf ich dieses Jahr da auch mitmachen. Ja. Wunderbar. Und du bist auch in Hoyerswerda beim Hoyerswerda bin ich immer dabei. Ich bin ja Mitorganisator und Erfinder von dem ganzen Ding. Ja. Und ich spiele zwar nicht immer, aber ich habe schon mit all meinen Projekten dort gespielt, mit, für Kinder, für Große, mit Rockband. Pinkelsängers Nachtgesicht mit Sebastian Dirr zum Beispiel und tausend Sachen habe ich da gemacht, also immer mal wieder, aber dadurch, dass ich da ja mit zu den Organisatoren gehöre, kann ich ja nicht jedes Mal selber auftreten, das wäre auch blöd. Nee, das ist ja so, als wenn man sich selber veranstaltet, ne? Das ist meine kluge Idee. Mhm. Ja, da kommen ja jetzt Gedanken auf. Lieber Micha, du hast zwei CDs dagelassen. Jawohl. Für alle Menschen, das heißt also für zwei Menschen, die wir dann auswählen werden, die ihren Kindern etwas Gutes tun wollen. Jawohl. Und es ist wirklich was Gutes. Wir haben die ganze CD rauf und runter gehört. Wir sind ja auch zwei Kinder hier, die lieben die CD. Ich wollte gerade sagen, es ist so, dass die CD zwar eigentlich für Kinder gemacht ist, aber es ist so, dass ich von ganz vielen Erwachsenen, naja, so ein Dankeschön bekomme. Also, dass sie sagen, also Herr aus hören wir irgendwie dauernd, weil der ist immer im Kindergarten und endlich mal handgemachte Musik, wo uns nicht dauernd die Ohren abfallen nach dem sechsten Mal hören. Ja. Das macht mich ein bisschen stolz. Und du machst es ja auch sehr fröhlich. Ich habe ja zweimal dich mit Kindern agieren sehen. Nee, dreimal sogar schon. Dreimal mit Kindern agieren sehen dürfen. Dreimal? Dreimal, das ist schon sehr viel, ne? Mhm. Weil man muss sich ja dann immer so Fragen gefallen lassen von so kleinen Lenzern, so nach dem Motto, wessen Vater man jetzt gerade ist. Ja. Ich bin ja wegen dem Herrn da, der jetzt gerade singt. Ne? Ja, ich hatte Ach, schon, das ist dein Kind. Ich hatte schon Kinder, die haben sich an meinen Beinen gehängt und haben gesagt, du bist mein Papa. Ja, das ist natürlich fatal. Das kenne ich, aber es summiert sich. Es ist aber irre, dass Kinder, die dich nie gesehen haben, dich sofort identifizieren können, oder? Ja. 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 Das lassen wir jetzt einfach so im Raum stehen. Micha, schönen Dank, dass du da warst. Schönen Dank, dass du die CDs für die Leute da lässt, beziehungsweise für deren Kinder, soll ja für Kinder sein. Und ganz, ganz toll, dass du dich auf dem sechsten Platz eingeschlichen hast. Schönen Dank, dass du das Experiment gewagt hast. Ja, also ne, Kindermusik mit drin. Man wollte es wissen, weil es hat ja auch ganz einfach funktioniert. Wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Tolles auf dem weiteren Weg. Und wir gucken jetzt mal, wer da so auf dem fünften Platz sich eingeschlichen hat. Aber erst, wenn du meine Internetadresse gesagt hast. Die ist ganz, ganz wichtig. Das ist wichtig. Natürlich. Ich kann auch nochmal sagen, weil ich ja das alles so schön auf dem Zettel habe, dass du am 11. August auf Schloss Goseck spielen wirst. Ah ja. Ne? Und die Adresse von dir ist www.michas-keksfabrik.de. Dankeschön. Hast du dir eigentlich die Keksfabrik schon gekauft? Ja, habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe jetzt kurz vor dem Kindertag festgestellt, dass ich zu wenig hatte von der Plattenfirma. Und bei der Plattenfirma dauert es immer 1-2 Wochen, bis die kommen, wenn ich bestelle. Ja, dann habe ich mir mal, weiß nicht, 50 Stück bei Amazon bestellt. Dass ich einfach für die Konzerte was dabei hat, ist kein Witz. Sehr, sehr schön. Also geht es von der Platte, ich wollte Gag machen. Sehr schön. Aber das ist ja auch ein Treffer. Wunderbar. Also dann erstmal vielen Dank dafür, dass du da warst. Wir sagen noch gemeinsam den fünften Platz an. Achso, ja. Ne? Auf dem fünften Platz ist eine Band, die heißt Silly. Und der Titel heißt Findelkinder. Findelkinder.